Als allererstes möchte ich bitten, dass die Jurymitglieder mich begleiten hier auf die Bühne und auch, dass die Geschwister, die Projekte haben, sich hier vorne aufstellen, damit wir sie inshallah auch aufrufen können. Dazu bitte ich auch, hochzukommen, Herrn Dr. Torabi, bitte auf die Bühne, Herrn Mohammed Haider al-Khafaji und Abu Samir. Und dazu möchte ich noch bitten, unseren Gastgeber, Herrn Hujjatul Islam Moradi, den Sheikh und Gelehrten aus der Stadt Hagen. Und wir würden dann entsprechend kurz verkünden, wer die Geschwister sind, die gewonnen haben. Ich sehe die Geschwister, alle, die entsprechend ihren Preis abholen wollen, müssen hier vorne stehen. Wenn sie nicht kommen, dann nehmen wir sie selber mit. Gut. Also, als allererstes möchte die Jury mitteilen, dass alle Projekte wirklich sehr gut waren und dass alle Projekte wirklich es verdient haben, hier zu stehen und auch wirklich zu präsentieren und entsprechend gewürdigt zu werden. Die Jurymitglieder ist es halt sehr schwer gefallen und sie haben nach 4 Standards gemessen, wonach sie die Geschwister dann entsprechend ehren. Erstmal, ob sie die Probleme der Schiiten lösen. Als zweites, ob sie auch einen Bildungsauftrag erfüllen. Als drittes, ob sie auch allen zur Verfügung stehen, die Angebote. Und dass auch so viele Themen wie möglich auch mit diesem Projekt umgesetzt werden. Unser Vorsitzender des Gelehrtenrates, Ayatollah Dr. Ramazani, war so begeistert von den einzelnen Projekten und hat gesagt, du darfst auch schon nach vorne kommen, hat gesagt, er wird allen dreien ein Geschenk geben, weil sie so wunderbar waren. Er wird sie unterstützen und sie werden auch die Möglichkeit bekommen, auf der Webseite und auch auf der Facebook-Seite des Islamischen Zentrums Hamburgs auch entsprechend gewürdigt zu werden. Deswegen erstmal für alle drei im Namen von Ayatollah Ramazani ein Salawat. So, ich verkünde, der erste Preis, nein, der dritte, Entschuldigung bitte, wir fangen von hinten an. Der dritte Preis für den diesjährigen Wilaya-Auszeichnung geht an die Geschwister von der UESA. Ich bitte euch um ein Salawat. Applaus geht auch. Der zweite Preis für die Wilaya-Auszeichnung geht an die Geschwister von der Fatima-Stiftung. Salawat! Und jetzt Applaus. Ahsan. Die Jury hat gesagt, wir möchten euch alle auffordern, bitte unterstützt gerade die Fatima-Stiftung, damit diese Stiftung auch ihren Auftrag erfüllen kann, dass die Waisenkinder unterstützt werden. Und ich will es wieder nicht schwer machen, der Preis des diesjährigen Wilaya-Auszeichnung 2015 geht an Muslim Connect. Salawat! Ihr könnt klatschen. Die Jury hat sich extra auch für diesen Preis entschieden, weil genau dieser Preis oder dieses Projekt die Projekte von UESA und auch das Projekt von der Fatima-Stiftung unterstützt. Das heißt, wenn dieses Projekt gefördert wird, werden auch andere Projekte gefördert und damit auch ganz besonders der Dank der IGS für die Geschwister, die diese Preise auch entsprechend bekommen haben und sich beworben haben. Ich möchte euch allen danken und ich möchte euch wirklich darum bitten, meldet euch an bei Muslim Connect, gebt an, dass ihr gerne ehrenamtlich helfen möchtet, damit ihr entsprechend bei der IGS oder bei anderen schiitischen Projekten Unterstützung bekommt. Mein herzlicher Dank nochmal an die Jurymitglieder, sie haben es sehr schwer gehabt, die Projekte waren wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, ich danke euch. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.